Ja, wunderbar. Jetzt hört sich jetzt sehr gut an. Also ich halte keine Rede, ich lese einfach nur Zitate von den Grünen vor. Übrigens, die Grünen sind der natürliche und klare Feind der AfD und es wird auch so bleiben. Zitat von Danilo: Sie sind der Feind Deutschlands. Ja, in der Tat, der Feind Deutschlands und der Deutschen. Sie hassen und verachten Deutschland, aber das wisst ihr mittlerweile, sonst wärt ihr auch nicht hier. Aber um das nochmal aufzufrischen, Zitate der Grünen und ich lese nur ein paar hier vor. Danilo Soschnick, ein Grünkandidat aus Brandenburg, sagte: Wozu Heizungen, wenn man sich an brennenden Deutschlandflaggen wärmen kann? Ja, pfui Teufel. Oder der Cem Özdemir, der natürlich immer mit seinem Hanf ganz groß Karriere macht, er sagte: Der deutsche Nachwuchs heißt jetzt Mustafa, Giovanni und Ali. Gut, wir haben kein Problem, auch als AfD nicht mit Vornamen, aber er sagt ja damit was ganz anderes, das wisst ihr ja alle. Der aktuelle Deutschlandvernichter Robert Habeck, Grünchef, und auch derjenige, der dafür sorgt, dass wir sozusagen einen Boykott, den keiner will, gegen Russland üben, sagt: Vaterlandsliebe fand ich stets zum Kotzen. Ich wusste mit Deutschland nichts anzufangen und weiß es bis heute nicht. Ja, ja, voll Teufel, ja, und Herr Habeck, danke, das sehen wir. Sie arbeiten wirklich direkt daran, Deutschland zu vernichten. Oder hier eine jüngere Mine Vassiri, Grünpolitikerin, meinte: Ich, wie gesagt, Grünpolitiker, ich wünschte, Deutschland wäre im Zweiten Weltkrieg vollständig zerbombt worden. Dieses Land hat keine Existenzberechtigung. Das sind die Aussagen der Grünen, schwarz auf weiß. Und das ist doch wirklich zum Kotzen. Ja, aber, ja. Und hier noch abschließend hier, Jungtretin: Noch nie habe ich die Nationalhymne mitgesungen und werde es auch als Minister nie tun. Das sagt genau die Gesinnung dieser Partei dort. Schaut euch das an. Und die Sonnenblume, jetzt rede ich doch, aber jetzt muss ich einfach loswerden. Die Sonnenblume war mal so ein Ideal für Umweltschutz. Aber die Grünen sind alles, aber keine Umweltschützer. Die vernichten die Umwelt mittels Windräder, mittels Photovoltaik und so weiter. Sie scheißen auf die Umwelt. Da werden Wälder abgeholzt, um Windräder zu bauen. Also die Grünen brauchen uns gar nichts erzählen. Sie sind im Grunde genommen am Ende, was ihre Philosophie betrifft. Und jetzt ganz zum Schluss: Sie sind auch Kriegstreiber und Sie meinten mal, Sie sind eine Pazifistenpartei. Sie sind die, die den Panzerexport forcieren und die, die am meisten darüber reden und am meisten verlangen, dass Panzer, dass Waffen in die Ukraine geschickt werden, um, ja was, warum schickt man es hin? Um Menschen zu töten, Frauen und Kinder zu töten. So läuft's ab. Dafür sind Waffen da. Es sind keine landwirtschaftlichen Geräte. Danke. Da möchte ich an der Stelle nochmal an ein Zitat von Hofreiter erinnern, der sagt: Verhandlungen, Friedensverhandlungen sind unverantwortlich. Alter Leute, in welcher Gummibärchenwelt leben die? Die haben komplett alles umgedreht. Kriegsgerät für den Frieden, Verhandlungen für den Frieden sind unverantwortlich. Leute, was ist denn da los? Und ich kann euch sagen, was eines der Hauptprobleme in diesem Land ist. Und das sind nicht nur die Grünen, das betrifft jede Partei und fast jeden Politiker. Wer satt ist, kann den Hungernden nicht verstehen. Und das ist das Problem in diesem Land. Die sitzen mit 15.000 Euro im Monat in ihre Hütten und kann heizen, bis der Teufel kommt. Und unsere Bevölkerung wird frieren. Und wofür? Um die angebliche Demokratie in der Ukraine, die bis vor wenigen Monaten, bis vor Februar, noch als eines der korruptesten Länder in Europa galt, um unsere Demokratie zu verteidigen. Ihr seid Lügner, ihr seid eine terroristische Vereinigung und ihr gehört alle ins Gefängnis. Das ist es, was wir erreichen müssen.